Welche Sache unterscheidet Aktien von Immobilien ganz speziell? Dazu ein Gedanke. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Ich komme zurück gerade, bin gerade zurückgekommen aus Köln. Lange Autofahrt mit Stefan hinter mir. Was wir mittlerweile sehr genießen, wenn wir mal ein paar Stunden haben, wo wir über ein paar Themen reden können, weil das im Alltag so gut wie nicht mehr vorkommt. Deswegen vergeht das immer wie im Flug. So, jetzt bin ich aber sehr froh, zu Hause zu sein. Ich freue mich jetzt gleich auf meine Tochter und meine Frau. Jetzt aber zum Thema Aktien und Immobilien. Die haben natürlich einen ganzen Haufen Unterschiede. Ich möchte auf einen speziellen raus, nämlich die Tatsache, dass der Immobilienmarkt ein intransparenter Markt ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn ich jetzt die Daimler-Aktie kaufe und ihr die kauft, jetzt in dieser Minute, zahlen wir alle das Gleiche und jeder weiß, was die Daimler-Aktie kostet. Das ist alles transparent. Beim Immobilienmarkt ist das nicht so. Ich kann die Immobilie von jemandem kaufen, wo der Verkäufer vielleicht sogar nur mir selbst nur mir die Immobilie überhaupt anbietet oder noch drei anderen oder sie bei Immobilien-Scout einstellt. Aber trotzdem ist das keine öffentlich gehandelte Immobilie, wo ein Kurs ermittelt wird und die jeder zu diesem Kurs kaufen kann. Sondern der Kurs sinngemäß, also der Kaufpreis, ergibt sich einfach aus dem, was sich der Verkäufer vorstellt und was ich mir als Käufer vorstelle. Das finde ich genial an Immobilien. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist auch genau das, was Arbeit verursacht, weil ich muss eben für mich zu einer Einschätzung kommen, was die Immobilie wirklich für mich wert ist. Und wenn ich da Potenziale erkenne oder Werte erkenne, die der Verkäufer so nicht erkennt, dann kann ich einen guten Deal machen. Wenn ich auch noch in einer geschickteren Situation bin als der Verkäufer, weil der vielleicht jetzt gerade schnell verkaufen muss, bin ich auch in einer guten Situation und kann Schnäppchen machen. Wenn ich vielleicht eine gute Beziehung aufbaue zum Makler, zum Verkäufer und dadurch anderen Käufern vorgezogen werde, kann ich auch einen Unterschied machen. Und das finde ich das Geniale daran, dass der Immobilienmarkt intransparent ist, dass man auch in der Akquise einfach einen Unterschied machen kann, dadurch, dass man da Arbeit reinsteckt. Ja, das ist natürlich der Nachteil auch, ich muss Arbeit reinstecken. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden, der private Investor irgendwie nebenbei wird. Bei Aktien ist das halt anders. Da kann ich auch sehr viel einfach hinterm Rechner machen zahle dann, wie gesagt, immer den gleichen Preis zum gleichen Zeitpunkt. Ich kann mir höchstens ein Aktienanlagemodell natürlich überlegen. Aber bei Immobilien kann ich halt in der Transaktion selbst durch den intransparenten Markt wirklich einen Unterschied machen. Und wer die Zeit investiert, der kann für sich zumindest, also wenn er die Immobilie dann wieder verkauft und handelt, dann weiß er es schwarz auf weiß, aber wenn er sie behält, kann er zumindest sehr, sehr gut erahnen, ob er da dann einen guten Deal gemacht hat und kann einfach tatsächlich sehen, okay, durch die Mühe, die ich jetzt gerade reingesteckt habe, vielleicht bin ich einfach bereit, 3 Monate Arbeit zu investieren und dadurch mache ich ein Schnäppchen und kann unter Markt in etwas einsteigen. Bedingt, wie gesagt, eine Menge Informationen und eine Menge Arbeit, aber wenn ich das hinkriege, kann ich einen Unterschied machen. Das gefällt mir sehr gut an Immobilien, das wollte ich mit euch teilen und ich wünsche euch einen schönen Abend.